Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zum heutigen Let's Test. Ja, wir werden heute Guild Wars 2 zusammen anspielen. Hier seht ihr schon meine kleine Elementarmagierin, mit der ich die letzten Tage zusammen verbracht habe. Und ja, weil Guild Wars 2 wirklich ein super tolles Spiel ist, dachte ich mir, wir machen mal ein kleines Let's Test dazu. Und erstellen uns natürlich zusammen einen Charakter. Ich möchte euch möglichst viel zeigen. Und ja, die meisten von euch werden wahrscheinlich die Rasse Mensch nehmen. Die möchte ich jetzt wirklich nicht nehmen, da ich wie gesagt schon Menschen habe. Und ja, auch gerne mit euch mal die anderen Klassen austesten möchte. Die beiden hier hebe ich mir auch noch auf. Ich tendiere entweder zu einem der Waldmenschen oder hier zu einem der Norren. Asura. Norren sind die Riesenhaften hier. Dann ganz normal Menschen, die Char und dann noch die Silvari. Ich hoffe, ich habe das jetzt alles richtig ausgesprochen. Puh, was machen wir denn? Silvari hätte ich ja gerne mal einen. Würde sich eigentlich anbieten. Ich weiß es nicht. Richtig süß. Ja, cool. Vielleicht machen wir uns doch ein Kätzchen. Peng. Wir machen uns ein kriegerisches Kätzchen. Ein kleines Kätzchen. Oh Gott, ich kann das jetzt alles einzeln einfärben. Ja, stimmt, da war ja was, ne? Okay, Farbe 1. Auf dem Schlachtfeld keinen Helm. Wie beim Fahrradfahren. Mich mit Charisma. Ja. Mit Würde. Mit Wildheit. Das würde doch zu unserer kleinen, feinen Kittykatze passen. Ich bin stolz auf meine Zugehörigkeit zur Blutlegion. Aschelegion. Eisern. Blut. Blut. Ich würde sterben für meine Truppe, besonders für... wir trainieren immer gemeinsam. Maverick! Clownsporn. Eura Inzling. Reva. Für Maverick, ihren Geliebten. Aber das sieht viel cooler aus. Ist das ein Mann oder eine Frau? Reva. Vielleicht ist das eine Frau und sie ist in die verliebt. Lesbische Kampfkatze. Yes. Das kann ich gleich in die Thumbnails schreiben. Das gibt schon wieder 10.000 Klicks. Die Thumbnails werden jetzt gar nicht mehr angezeigt bei YouTube. Ihr werdet das nie erfahren, ob ich das wirklich gemacht habe. Wann sagt man, Erzeuger sei? Ja, deine Eltern. Loyaler Soldat, Schamanenhexer, ehrloser Gladium. Ja, hier, Leute. Loidala.
Auch schwierige Situationen meiste ich mit Wildheit. Ich bin eine Soldatin der Blutlegion. Mein Trupp ist meine Familie. Ich würde für sie alle sterben. Besonders für Reva, meine Trainingspartnerin. Das war doch eine Frau. Man sagt, mein Erzeuger sei ein loyaler Soldat. Ich möchte seinem Ruf gerecht werden, koste es, was es wolle. Ich bin eine Kriegerin. Auf dem Schlachtfeld trage ich keinen Helm, weil ich doof bin. Deshalb erzittern meine Feinde, wenn sie die furchtlose Entschlossenheit in meinen Augen sehen. Dies ist meine Geschichte. Gezeichnet. Miauts, genau. Miaulamu? Miaulamui. Das hat doch was. Den Namen gibt's bestimmt noch nicht. Der Zeichner verwendet nur Buchstaben. Ja, passt doch. Hallo, ich bin fertig. Ich möchte weiter. Oder geht das nicht? Geht Miaulamui nicht? So? Ah, okay. Dann halt so. Ich bin Char. In dieser Welt ständiger Kämpfe bin ich die tödlichste aller Waffen. Ich erkenne keine Macht an, nur die geballte Faust meiner Legion. Mit Kampfmaschinen haben wir unsere Götter getötet. Wir haben unsere Heimat Ascalon zurückerobert. Auf den Gräbern der Feinde flattern unsere Siegesbanner. Sollten wir schwanken, könnte der Sieg uns durch die Klauen rinnen. Sieg um jeden Preis. Die Blutlegion ist meine Mutter. Die Blutlegion ist mein Vater. Wir Char sind in den Kampf geboren. Wir leben auf dem Schlachtfeld. Und ich werde im Kampf sterben. Wir sind Soldaten, Bodentruppen, Frontinfanterie. Wir stellen den Gegner direkt. Ich habe mir den Respekt meiner Kameraden verdient und für den Bedarfsfall Bündnisse geschmiedet. In der Blutlegion lehrt man uns die Bedeutung des Wortes Pflicht. Wir geben nie nach. Heute ziehen die Soldaten der Schwarzen Zitadelle gegen die Geisterplage ins Land. Ich bin zur Verstärkung des Bollwerks eingeteilt. Soll die Asche-Legion in den Schatten lauern? Soll die Eisen-Legion ihre Kriegsmaschinen bauen? Ich höre nicht auf zu kämpfen, bis nur noch eines auf dem Schlachtfeld steht. Ich. Das ist meine Geschichte. Oh, die ist so süß! Jetzt hätte ich gern einen Laserpointer. Kommt her! Zorn der Toten! Die Geister sind durchgebrochen! By the way, worship das Artwork. Worship es! Es ist awesome! Ah! Okay. Ah, Panik, Panik. Okay. Dim-di-dim. Kampfkatze ist unterwegs. Ich kann mal euch zeigen. Oh, wie die springt. Wie geil ist das denn? Okay. Für die Legionen. Also ihr seht schon, je nachdem, was man am Anfang ankreuzt, jeder Held hat seine komplett eigene Geschichte. Okay, ich werde jetzt die Geister mit meinem Schwert töten. Kann ich das überhaupt? Ah, und komm her! Kitty Cat macht Soße aus dir! Oh, was habe ich denn hier hinten noch für einen Zauber? Ich brauche eure Hilfe! Ja! Ich gefällt mir nicht. Der Trupp ist verstreut. Hallo, Stachelschwein! Okay! Ich rette euch alle! Hallo und so!
einen. Ja, stopp, ich muss noch lesen. Kill die mir doch nicht alle weg. Ich habe hier Adrenalin und so Zeug. Das will ich nutzen. Ja, danke. Honk. Aha! Fucking Katakomben, ey. Hallo? Ich hab mich verlaufen. Michael Jackson? Bist du es? Hilfe! Wo sind die Zombies? Ja, ich will nicht aus... Nein, ich verlasse den Tutorial-Bereich schon nicht. Kitty Cat, renn! Ich bin zu blöd, um die Katze hier zu steuern. Sonnenblume! Wo muss ich denn hin? Ich bin zu blöd für das Tutorial. Jenny, da hoch muss ich. Da muss ich halt den Tutorial-Bereich kurz verlassen. Oh, ich hab's geschafft. Ich hab den Platz gefunden, wo ich hin muss. Sag bloß, ich hätte unten rum. Oh, ich hätte unten rum gemusst. Durch irgendwelche Katakomben. Ja, und dann laufe ich jetzt raus aus dem Tutorial-Bereich. Ja. Bitte teleportiere mich. Ja, Tierregner ist jetzt wieder. Da hinten war es viel schöner. Hallo, ich suche die gruseligen Katakomben, wo ich wollte. Ja, da. Was? Wer hat die Tür zugemacht? Ich muss da rein. Hä? Wie? Was? Hoffentlich kann ich jetzt bald auch mal irgendwas angreifen. Ich will irgendwas töten, verdammt. Ich bin eine lesbische Kampfkatze. Also nicht ich, sondern das Viech hier. Vielleicht sollte ich Blutdrunstig sagen. Das Viech doch irgendwas angreifen. Jetzt! Ja, ich kann das angreifen. Und ich habe auch gleich ein Stück Metallschrott habe ich gefunden. Und glitzernden Puderstaub. Ja, das hat mir total den Tag gerettet. Mäht sie nieder, trampelt sie flach. Okay. Gemetzel! Ah, Geist! Ist ja voll schwach. Komm zurück, du feige Lusche! Stell dich deiner Bestimmung, also deinem Tod. Gesundheit? Guten Morgen. Stirb, Steinstatue, stirb! Dann von Ashford. Oder Ashford. Nee, Moment, das klang jetzt falsch. Ashford. Wie Asche, also Ash aus Pokémon. Ash Ketchup. Ich habe von eurer Leistung in der Gruft gehört. Bin beeindruckt. Das Kommando hatte Tribun Brimstone. Ich habe nur meine Arbeit getan. Stellt euer Licht nicht unter den Scheffel. Ihr war Teil der Truppe, die Baradin bezwungen und den Geisterangriff abgewehrt hat. Rauchheim ist jetzt sicher und ihr habt mit dazu beigetragen. Aber die Leute sind immer noch nervös. Es wäre gut, wenn sie sähen, dass jemand wie ihr da ist und sich kümmert. Je schneller wir hier für Ordnung sorgen, desto früher sind die Legionen wieder einsatzbereit. Ihr könntet helfen. Ich hätte lieber Freiwillige, aber wenn Befehle nötig sind, werde ich sie erteilen. Das wird nicht nötig sein, Legionär. Ich melde mich hiermit freiwillig.
Okay. Kriegshorn oder Schild? Horn! Erledigt. So, wo sind wir denn hier? So, das ist die Karte von Guild Wars. Hier ist das Anfangsgebiet der Riesen irgendwo. Hier unten, glaube ich, von den Technik-Heinis, von den Kleinen. Hier oben die Menschenstadt. Und hier unten von den Wald-Heinis. Hier. In der Hainlaube. Nicht in der Laube Hain, sondern andersrum. Ah, genau, hier. Und da. Schwarze Zitadelle des Todes. Cool. Okay, Moment mal. Schwarze Zitadelle, Todes, Rund, Stern. Oh, wir sind auf dem Todesstern. Also, zumindest sieht es so aus. Hey, ein Mensch! Fressen! Hey, kommt und sprich auch. Wem helfen wir denn jetzt als erstes? Hey, wir sollen Ska helfen. Ja, das machen wir doch sofort. Also, hallöchen. Kitty Cat, to the rescue. Das ist so süß, wie die läuft und wie sie springt. Förmchen. So, ein Kriegshorn habe ich jetzt noch. Hey. Sterb, du Bohr. Ich finde es jetzt übrigens faszinierend, dass es die Kriegerklasse, dass die hier Adrenalin und so dann auf F1 und so haben. Ich habe als Elementarmagier meine Sachen auf. Wir sammeln Verschlingereier. Beeilt euch, dann könnt ihr helfen. Das geht schon in Ordnung. Ja? Wo finde ich die? Ja, dann red halt nicht mit mir. Ich geh Würmer töten. Macht viel mehr Spaß. Was würde ich sagen? Genau, mein Elementarmagier hat dann halt für F1 bis F4 die vier verschiedenen Elemente. Das werde ich euch nachher auch noch ein bisschen zeigen. Ich werde einfach schauen, dass ich einen groben Einblick ins Spiel vermittle. Vor allem, weil die Kätzchen und die Menschen ja miteinander verfeindet sind. Ich glaube, da passt das ganz gut, wenn man das dann mal so von beiden Seiten sieht. Was ist das hier? Okay, was habe ich hier in der Hand? Eine Mörsergranate. Hallo! Du elende Ratte! Räumen wir dir halt hier deine Werkstatt auf. Mörsergranate, Mörsergranate, Mörsergranate. Hey, Mensch! Stirb, Mensch! Verdammt, Mensch! Du bist ja gar nicht Ska. Kitty Power! Hey, nimm mir nicht meinen Gegner weg! Das war meiner! Ich wollte den Ochsen hier stechen. Ha! Schwächling! Na, komm schon! Wer will nochmal? Nimm das, Drobo! Fuchtel, 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 Fuchtel. Okay.
Wichtig, führt um sofortige Benachrichtigung. Geld. Dam, 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 dam. Kitty Cat Adventures, Adventures. Abenteuer. Der Todesstern. Eddie Schwarz, der Zitadelle. Oh, ich muss aufpassen, nicht, dass ich Copyright-Probleme kriege. Da, 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 da. Ja, okay, das ist so schlecht gesungen, das merkt keiner. Ich meine die YouTube-Dinger. Todesstern! Des Todes! By the way, awesome! Vor lauter Awesomeness sind wir jetzt hier gerade an Grombata. Was ist denn das für ein Name? Miauli Mautz, das ist ein Name. Befehlskette. Kiss-Kiss-Se. Wenigstens ihr habt es geschafft. Ich glaube, wir sind als... Na, schaut mal an, wer endlich wieder da ist. Wenn Stahlfurcht mit euch fertig ist, werdet ihr euch wünschen, ihr wärt mit dem Rest eures Trupps gestorben. Als ob es mich interessieren würde, was ihr denkt. Wer seid ihr und warum atmet ihr mich an? Cherosi Bruchstahl. Stahlfurcht hat mich und einige andere rekrutiert, um den Trupp wieder auf volle Stärke zu bringen. Moment mal, was war das? Er rekrutiert, ohne uns zu fragen? Ja, weil ihr tot seid, schon vergessen? Und damit wahrscheinlich entschieden besser dran. Meldet euch in der Kaserne bei Stahlfurcht. Und zwar schnell, sonst setzt es Prügel. Ey, ich knurr dich gleich an hier. Kitty Fight. Boah, was für eine Katzkatze. Boah, ist das geil hier. Das muss ich euch auch noch schnell zeigen, bevor wir die anlabern. Vielleicht habt ihr auf der Karte schon gesehen, das sieht auch hier so wie Pinselstriche und Farbe und gemalt aus. Und das ist überall in dem Spiel so und ich finde das einfach so toll. Ja, warum sehen die hier alle gleich aus? Sind das Klone? Legionär, da wurde offenbar etwas aus der Latrine angeschwemmt. Ja. Ihr bringt meine besten Soldaten um und habt dann die Stirn, hierher zu kommen und unsere Kaserne mit eurem Feiglingsgestank zu verpesten. Ich habe sie umgebracht? Verratet mir doch mal, wer für diese Einheit verantwortlich ist. Wer hat denn die Befehle gegeben? Ihr? Hütet eure Zunge, ihr da. Oder ihr seid wegen Insubordination dran. Rage. Bringt diesem Stück Abfall bei, wie man einen Legionär anspricht. Mit Vergnügen. Ich kratz dir gleich die Augen aus. Na? Wer hat hier ein Problem mit mir? Geh sterben, ey! Schwächling! Macht euch bereit zu bluten. Ach, ihr habt auch noch ein Problem mit mir. Du auch noch, komm her! Ich dachte nur... Aufhören, ihr alle! Sofort aufhören! Ihr kämpft also besser gegen euren eigenen Trupp als gegen den Feind? Geht mir bloß aus den Augen, während ich mir überlege, was ich mit euch anfangen soll. Drüben an den Tälerhängen wartet eine Nachschubladung. Bringt sie her, und zwar im Laufschritt. Das ist die einzige Aufgabe, für die ihr taugt. Wenn ihr das vermasselt, schneide ich mir aus eurem Fell einen neuen Türvorleger. Kapiert? Kapiert, Boss.
Deine Mutter ist ein Türvorleger. Kratz ihn die Augen aus. Wie cool das aussieht. Imperator Kern. Oh, keine imperiale Schmelze. Hin. Schmerz! Das tut weh! Schmelze! Yay! Heiß! Holy awesome shit! Auf dem Schlachtfeld gestand Kitty die Kampfkatze, so ihr Spitzname. Reva ihrer besten Freundin endlich ihre unendliche Liebe. Mittlerweile sind die beiden ein Pärchen und schlachten gemeinsam andere Leute ab. Ende. Weiter. Leute. Hautmuster, ja, das kann ich ja nicht sehen, wenn er so viel Klamotten anhat. Hups! Schick! Wir nehmen den Wild Style. Pilz. Wild Style. In Zitrone. Mit pinken Spitzen. So sexy. Is this shit? What the f-
eines grünen Ritters. Ah. Geht, wohin das Leben geht, sei es auch zum anderen Ufer. Morgen war uns Tagesabend der Nacht. Abendsämmerung. Auch schwierige Situationen meistere ich mit Charisma. Der blasse Baum hat mich bla bla, drückt auf Pause und lest das. Gezeichnet. Oh, die Maske irritiert mich. Ich bin Silvari. Vor 25 Jahren erschien mein Volk in Tyria. Der blasse Baum erblühte, die Erstgeborenen erwachten. Der Traum birgt die Erinnerung meines Volkes. Ich nehme sie auf und erwache dann in der Welt. Der Traum erfüllt mich mit Wissen und ist meine Verbindung zu anderen. Meine Inspiration, mein Leitbild. Ich sehe meine Aufgabe jetzt vor mir, das Böse zu stellen und zu zerstören. Mein Schicksal ruft, es wird Zeit zu erwachen. Meine Zeit kommt bald. Die Natur und das Gute sind in Gefahr. Alles Leben steht auf dem Spiel. Wenn Tyria leben soll, braucht es uns. Wenn wir versagen, wird der Traum zum Albtraum. Und Tyria verkümmert und stirbt. Ich träume von Schlachten. Und mein Volk flüstert mir etwas von Krieg und Siegen zu. Ich sehe einen Ritter in voller Rüstung. Er schenkt mir Mut. Der Traum verheißt meine Zukunft. Ich sehe freundliche Gesichter, gute, edle Leute. Sie brauchen mich, meinen Schutz. Eine verschlingende Gewalt bedroht Tyria. Ich werde mich dieser Gewalt stellen. An diesem Vorabend meines Erwachens spüre ich Feuer im Blut. Und doch fühle ich, wie die Finsternis naht. Etwas dringt in den Traum ein. Es versperrt mir den Weg zum Erwachen. Bevor ich die Welt betreten kann, muss ich erst das Böse überwinden. Ich wurde vom Traum gerufen. Das ist meine Geschichte. Wow, die Maske! Macht mir immer noch Angst. Bekämpft den Albtraum. Okay. Lalalalala, hallo. Träumer, ich bin Cave. Ich brauche eure Hilfe. Könnt ihr mich hören da drinnen im Traum? Im Traum? Was heißt das? Und wieso seid ihr so durchsichtig? Ich bin in Tyria, einem weit entfernten Land. Bald werdet ihr hier erwachen, aber im Moment lebt ihr noch im Traum. Ich habe jetzt keine Zeit, euch das zu erklären. Etwas vergiftet den Traum. Vergiftet den Traum? Natürlich, ich werde tun, was ich kann, um zu helfen. Aber warum ich? Euer Geist ist stark. Unterschätzt euch nicht. Begebt euch zum anderen Ufer. Wir treffen uns dann dort. Zum anderen Ufer, da bin ich doch schon. Ich darf ja nicht wach sein. Lalalala. Werden wir angegriffen? Keine Ahnung. So was habe ich noch nie gespürt. Wow, jetzt gibt's Lavendi gleich dreimal. Das ist cool. Hey. Und nächster. Ja, ich werde sie besiegen. Hier lang. Diese Hunde sind ein Aspekt des Giftes. Unser Gegner muss ganz in... Ich weiß, es sieht finster aus. Aber ihr müsst weitermachen. Unsere Zukunft liegt in euren... Kate ist unterwegs, um das Albtraumbiest zu bekämpfen. Event in der Nähe. Ich hab du mich.
Wow. Okay. Ach du. Wow. Okay, ich muss ganz schnell weg. Ich habe auf dem Weg noch meinen Schuh vergessen. Ach du Scheiße. Greif ihn mal an hier. Job, endlich. Yep. Pitsche, patsche, pitsche, patsche und so. Yay! Es ist geschafft. Der Traum ist dann gleich sicher vor diesem Bild. Okay. Wir sehen uns in der Welt. In die reale Welt. Ladebildschirm, Ladebildschirm. Ladestelle. Ah. Hallöchen. Huch. Wo bin ich? Ich kämpfte gegen etwas sehr Böses. Ruhig, setz dich. Sind wir sicher? Ihr seid gerade erst erwacht. Wo ist Keith? Ihr habt im Traum geschrien. Keith war hier, aber sie wurde zum blassen Baum gerufen. Sie und ich kämpften Seite an Seite gegen das Gift im Traum. Ich sah den Schatten eines schrecklichen Drachen und der Traum forderte mich auf, ihn zu besiegen. Nur die mutigen Taten der Helden von Königin Salma haben Kryta die Freiheit bewahrt. Oh ja, aber wie fange ich an? Man erwacht doch nicht und kämpft gleich mit einem Drachen. Großer Baum! Zur wilden Jagd jetzt schon? Welch gewaltige Aufgabe! Es ist nicht einfach, zur wilden Jagd zu gehören. Tragt diese Bürde mit Stolz. Aha, und wo kriege ich jetzt was zum Anziehen? Ja, hier, schön, Fokus oder Pistole. Knarre natürlich. Für jeden Weg, der endet, fängt ein neuer an. Eine Junkerin der wilden Jagd zu sein, macht mich ja nicht besser als alle anderen. Sie gibt mir nur ein etwas klarer, umrissenes Ziel. Kann man das auch ausgerüstet? Können wir die nehmen? Nicht? Wir alle. Was haben wir denn hier? Eine Junkerin der wilden Jagd zu sein, heißt nur, dass ich genau weiß, wie ich sie okay. Erfülle. Ah, da können wir, haben wir relativ viel Auswahl. Ja gut, ich suche mir jetzt erstmal was zum Anziehen. Hallo? Ja, Klamotten. Erstes Achievement. Hallo, hallo? Lavendli ist wieder frei unterwegs. Aha. Yay. Kann ich an der Hand ziehen? Okay. Wow. Heilige Scheiße. Zombie. Stirb. Werfe dich mit Schmetterlingen. Und Lavendli 2 plus ja mit Schmetterlingen. Yeah. Vier gegen einen. Ein das coole Gefühl, vier Charaktere zu haben. Hui, zerschmettern sie dann in Schmetterlinge. Und Zerschmetterlinge. Yeah, meine Pimpbude hier. Mit den Leo-Sesseln und der coolen Beleuchtung. So, was habe ich denn hier noch alles? Ah ja, meine Klamotten kann ich jetzt hier noch anpassen. Oh, und endlich diese Maske wegmachen. Ja, endlich. Ah ja, genau, Stadtkleidung. Wie schaut die denn hier aus? Huch! Ja, blättrig. Schön. Ja. Färben wir die doch mal ein bisschen ein. Naja. Vielleicht Gold? Dann sieht man sie wenigstens. Aber schön ist das jetzt nicht so. Naja. Machen wir es wieder dunkel, das sah besser aus. Ja, und jetzt? Laufen wir so rum und belästigen andere Spieler. Nya, nya, nya. Blumen!
das? Ja, hier zerstören, zerquetschen, zertrampen. Wow, Schleim! Ih, Schleim! Das ist voll eklig, das Schleim. Ich habe ihn besiegt, ganz alleine, den Schleim. Ohne Hilfe. Oh, schnell weg hier. Lila Krokodil. Oh, hier kann ich noch so ein Ding kaputt machen. Ah, Schleim. Wir haben ihn nicht gesehen und er uns auch nicht. Ja, doch, kommt. Jetzt, wenn wir schon dabei sind. Stirb, Schleim. Mit meinen lila Schmetterlingen greife ich an. Meinen Killer-Schmetterlingen. Was nicht viel zu bringen scheint. Hilfe. Wow, wow. Kroko. Dankeschön, Kroko. Feines Kroko. Ey, du kannst doch nicht einfach den Baum abhacken. Wir sind auch Pflanzen. Das sind auch Pflanzen. Regenbogenblume. Schön. Jetzt bin ich ein Hund. Jetzt bin ich ein Hund. Ich schmuse mit anderen Hunden. Wie schwul ist das denn? Hallo, Hund. Oh, Pink. Die hier Spinne beschnuppern und so. Was passiert jetzt? Was kann ich jetzt machen? Jetzt habe ich den Superschnüffler eingesetzt. Ich auf mich. Nein. Los. Beiß zu. Beiß zu. Das bringt ja gar nichts. Es geht zu Ende mit okay, mir. Okay. Dann wäre ich ja wieder zu Mensch. Stirb, Spinny. Verdammt. Haha. Einige Sprösslinge sind in die Höhlen gegangen und bisher nicht zurückgekehrt. Hör auf mich jetzt zu labern, Mann. Würdet ihr für mich nach ihnen sehen? Nö. Ich sehe hier nach niemandem, außer nach Blumen. Es ist so schön hier. Na, 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 na. Die ist ja auch cool. Wow, da hinten kommt Wasser raus. Oh. Wasser, 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 Wasser. Hallo. Oh, endlich werde ich mal gescheit sauber. Vogel. Hat er nicht noch Quests? Hallo, hallo, hallo. Lavendli, mein Name. Die wollten nichts von mir. Hundi! Ich habe ein süßes Hundi. Was ist hier? Oh, ich will da rein. Komm ich da rein? Nee, so aber. Ah, ich komme nicht mehr raus! Ah! So, nee. Irr, da hinten. Und Köpfer! Plotsch. Okay, das hat nichts gebracht. Bam. Ich verdiene eine Auszeichnung. Weil du den Frosch geschlagen hast. Du bist so schlau. Oh, shake it, baby. Shake it, shake it. Lavendli gewann anschließend die Show Tyria's Next Superstar und wurde eine kleine Berühmtheit. Zudem fand er endlich den grünen Ritter. Mittlerweile wohnen und singen die beiden gemeinsam als das Pop-Duo Green Veggies. Ende.
Das ist Scalia. Die hat zwei Dolche in der Hand. Und ist Magierin und kann eine Blitzpeitsche heraufbeschwören. Hallo Krabbe. Plot. Plotsch. Schwimmen kann man hier auch. Und unter Wasser kämpfen. Und dabei sterben. Wow, vier Viecher. Ja klar. Ja, nee. Die ziehen einen dann unter Wasser und dann stirbt man. Boah, wartet ihr Fische, meine Rache wird fürchterlich sein. Ah nee, die laden sich wieder auf. Ja, nee, dann nicht. Aquarium. Fische. Vielleicht seht ihr das, dass es ganz klein hier unten in der Ecke. Ich bin eigentlich ein höheres Level, wurde jetzt aber auf das entsprechende Level, das hier in dem Gebiet ist, zurückgestuft. Also Level 11. Das heißt, ich kann auch in die Anfangsgebiete aller anderen Städte gehen und die auch noch durchquesten und kriege dafür auch noch Experience. Das habe ich auch schon gemacht. Ich habe auch schon das Pflanzending komplett durchgespielt, komplett durchgespielt das erste Gebiet. Und ja, muss schon sagen, ist cool. Oh, Kuhflan! Klatscht jetzt deine eigene Kuhflan ins Gesicht. Achtung, Höhlentroll. Achtung, Höhlenfledermaus. Geh weg da. Verdammt. Und du bist so eine süße Leuchtraube. Kopfer. Hey, lass die Raupe in Ruhe. Okay, warte, ich helfe dir, sie zu töten. Oh, du hast sie schon getötet. Nein, da ist sie. Stirb, Raupe. Kupfer. Wow. Hey, ein Türkiskiesel. Das wäre doch mal ein guter Charaktername. Türkiskiesel. Boah, ist ja voll die Kupferhöhle hier. Geil. Also wenn ihr Guild Wars spielt und mal Kupfer braucht, ne? Boah, da gab es mal eine Zeit, da bin ich nur durch das Spiel gerannt und habe Kupfer aufgebaut. Und das war nicht jetzt. Da habe ich das Zeug wirklich gebraucht und jetzt wird es mir hier nachgeschmissen. Ich hau auch einfach mal meine Attacke hier rein. Seelen, die wollen uns umbringen. Wer will euch umbringen? Wo denn? Was denn? Wartet, ich klatsche ihnen einen Kuhfladen ins Gesicht. Ah, Badischen! Hier, nimm meinen Kuhfladen! Warte, ich spieß dich auf. Kaboom! Oh, ich lasse mal meine Vögel raus. Ihr müsst Schmerzen lieben. Die Banditen kommen und plündern, wie sie wollen. Wir brauchen entweder höhere Zäune oder Kühe zum Festschrauben. Und sterbe gleich. Das ist das Lustige als Magierin. Man ist irgendwie die ganze Zeit nur am Sterben und so. Aber hey, dafür habe ich ja meine Superphönixe. Ist nicht so, als würde ich total failen in dem Spiel. Nein, ich bin ein totaler Profi. Oh, meine Vögel sind tot. Ihr habt meine Vögel getötet.
Halleluja. Seid mal ehrlich, ist das Spiel nicht awesome? Okay, kurze Erklärung. Es gibt Herzchen, also Aufgaben. Die bestehen immer darin, Leuten zu helfen, zum Beispiel irgendwelche Banditen zu vertreiben oder Kühe zu füttern oder Ungeziefer vernichten. Sind eigentlich immer relativ vielfältig gestaltet, zum Beispiel auch Graffitis entfernen. Also man hat immer mindestens 3 verschiedene Sachen zu tun. Man muss jetzt nicht nur irgendwie Zentauren töten oder so, man kann auch ihre Waffenständer kaputt hauen oder ihre Lager anzünden oder Fallen entschärfen. Dann gibt es die Wegmarken. Von denen gibt es ganz viele, wie ihr eh schon seht. Da kann man sich hin und her teleportieren und die sind ganz toll, die Dinger. Dann gibt es Sehenswürdigkeiten. Das sind einfach Orte, die man gesehen haben muss. Zu denen muss man einmalig hingereist sein. Meistens erfüllen sie dann auch irgendeine Aufgabe. Und ja, sehen eigentlich alle mal recht cool aus und sind manchmal auch ganz gut versteckt. Was noch besser versteckt sind, sind die Ausblicke. Die sind meistens der, auf dem ich jetzt gerade stehe, beim Berg hochlaufen. Meistens muss man sich da einen abspringen oder kompliziertere Springrätsel lösen oder genau von Holzplanke zu Holzplanke, um irgendwie dahin zu kommen. Aber man wird dann halt auch immer mit einer saucoolen Aussicht belohnt. Das letzte, Fähigkeiten-Herausforderungen. Die bestehen eigentlich immer mit entweder mit einfach nur den Ort finden oder jemanden besiegen oder spezielle Aufgaben lösen oder Gebräue testen. Da kriegt man dann einen Fähigkeitenpunkt. Ansonsten kann man Guild Wars 2, ja, man kann natürlich durch das Entdecken neuer Gebiete, durch das Besiegen von Monstern und durch jede Aufgabe, die man löst, hier unten Experience-Punkte sammeln. Man kann aber auch an sogenannten Gruppen-Events teilnehmen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob sie sich Gruppen-Events nennen, aber es sind halt immer diese orangenen. Die werden auf der Karte einfach so angezeigt. Da kann man dann schnell hinrennen und sich beteiligen. Entweder Bronze, Silber oder Goldstufe erhalten. Die geben immer ordentlich Experience-Punkte. Die werden dann bei allen Spielen gemeinsam angezeigt. Das heißt, ihr seid fast nie alleine, außer wenn ihr ich seid und immer in den beschissensten Gebieten landet. Haha, nee, Scherz. Und was auch noch möglich ist, wenn ihr dann noch in andere Gebiete, also wenn ihr jetzt Level 30 seid und in Level 10 Gebiete kommt, werdet ihr natürlich heruntergestuft. Das heißt, ihr seid dann auch wieder Level 10, habt aber natürlich die Fähigkeiten eines Level 30 Charakters. So könnt ihr auch gemeinsam mit anderen Level 10ern an diesen Gruppen-Events teilnehmen. Diese sind sehr vielfältig und abwechslungsreich und lohnen sich eigentlich immer. So, ich hoffe, jetzt habe ich alles erklärt, was ich soweit entdeckt habe. Natürlich hat das Spiel noch so viele andere Features. Es macht richtig Spaß. Allein schon, wenn man jetzt sich hier die Attacken mal anguckt, das könnte ich euch eigentlich auch mal zeigen. Das hat mich zum Beispiel sehr fasziniert. Man kann, je nachdem, was man für verschiedene Waffen hat, verschiedene Fähigkeiten haben. Ich habe jetzt hier als Magier den Dolch. Den kann ich in der Haupthand oder in der Begleithand mitführen und das wirkt sich dann auf meine Fähigkeiten aus. Da ich den Dolch natürlich in beiden Händen halte, Haupt- und Begleithand, habe ich alle Fähigkeiten hier. Ich kann aber auch in meiner Haupthand ein Zepter halten und das hier gibt mir die ersten 3 Fähigkeiten. Die könnte ich dann mit der Nebenhand, also Begleithand, entweder mit dem Dolch oder auch hier unten mit einem Fokus kombinieren, den man nur in die Begleithand nehmen kann. Des Weiteren könnte ich auch in beide Hände einen Stab nehmen, der hauptsächlich AOE, also Angriffe hat, die auf mehrere Gegner gehen. So, um es jetzt mal ganz blöd zu übersetzen. Und natürlich gibt es dann noch die Unterwasserfähigkeiten, die werden auch zweihand mit einem Dreizack ausgeführt. Und diese Kombinationsmöglichkeiten gibt es für jede Klasse. Dann könnt ihr, wenn ihr zusammen mit anderen Charakteren spielt, natürlich noch bestimmte Kampfkombos ausführen, die dann auch wieder Bonus-XP geben. Das habe ich aber noch nicht so ganz rausgefunden, wie es funktioniert. Natürlich hat jeder Charakter auch noch seine ganz eigene Geschichte.
Je nachdem, was ihr am Anfang für Entscheidungen angekreuzt habt, beziehungsweise was für Hintergrundgeschichten und Fähigkeiten und so weiter und so fort, wird sich dann eure Geschichte entwickeln. Ich habe zum Beispiel am Anfang angekreuzt, dass ich nie den Leichnam meiner Schwester gefunden habe. Und meine Geschichte hat sich so entwickelt, dass sie angeblich gefangen genommen wurden und ich musste sie retten. Was eigentlich ganz cool war. Ihr habt eure persönliche eigene Geschichte, die ihr dann immer hier mit Instanzen habt. Also da seid dann nur ihr und die betreffenden Charaktere. Und ansonsten habt ihr die freispielbare Welt. Gerade habe ich mich einem Geheimbund angeschlossen, mit dem ich jetzt hier eine Geisel befreien muss. Und das schauen wir uns doch mal an. Und zwar vor Piraten muss ich die retten. Piraten! So, hier mit meinem kleinen Kumpel, Tiger Kitty. Hey! Macht schnell! So, wie ihr hier seht, haben wir uns in schnieke Piratenkluft geworfen, um das Lager zu infiltrieren. Also diese Innis sind auch, Instanzen sind auch immer total abwechslungsreich und cool. Und das leckt gerade wie Sau, war klar. Ich bin eigentlich Feuermagierin. So, jetzt hat... Heyo, Seeratte! Ja, ihr Galgenstricke! Ich wette, meine Begleitung säuft euch Stinker unter den Tisch. Wer traut sich und seiner Leber zu, die Herausforderung anzunehmen? Ein Wettsaufen? Was soll denn das werden? Sch, lass mich machen. Vertraut mir. Wer seid ihr, Halunken? Und was ist euer Wetteinsatz? Ich bin 2 Schluck Zwetschgenwasser. Und das da ist... Schnappmesser. Genau. Und unser Einsatz sind 2 Handvoll Gold. Seid ihr dabei? Ei, bin dabei. Jack Dawes, Bäuche an den Tresen. Füllt die Humpen und packt das Gold aus. Einziger Kampf auf Leber und Nieren. Und hebt die Tasse. Ich lauf nicht unter den Tisch, Dumpfbacken. Das hättest du ja wohl gerne. Hallo. Glück. Und auf ein neues. Glück. Kein Absacker. Ja, ich bin rein und rein. Hey, was ist das? Oh, die Tassen. Alles dreht sich. Ja, probier es, geh. Hey, die Kampfkehle hat sich wohl verschluckt. Na, wen wundert's? Unser 2. Trinker, klein aber gemein. Hier kommt Kuno, der Kipper. In diesem Kampf bin ich der Titan, ihr seid die Titanic. Runde 2. Hör auf, mich einzugasen. Ja, genau. Der Kopf wird schwer. Jetzt kotze über die Reling. Leicht. Der Boden da sieht so schön weich aus. Hoho, der Kipper ist umgekippt. Das war noch nicht alles. Begrüßt unsere krummbeinige Krake. Genug gelabert, bloß auf Ex. Jetzt geht's um den Sieg. Keine Ausflüchte, keine Gefangenen. Sauft, bis ihr umfallt. Langsam weg. Ich hoffe dich unter den Tisch. Oh, ich krieg die Katze nicht klein. Das gibt's doch nicht. Okay, vielleicht, weil ich auch schon irgendwie 50 Bier-Intus hab.
Ich habe übrigens auch genau die richtige Klasse für einen Wettsaufen Magier mit den wenigsten HP. Jetzt hätte ich gerne einen Tank. Ich hoffe, ich komme durch. Boah, dann könnte ich Sachen wegsaufen. Du bist ein Schwein. Unfassbar! Unser Neuling Schnapsi ist immer noch auf den Beinen. Ein neuer Stern am blauen Firmament des Fusels. Überraschung, Herr Kebril? Ich meine, ja, beim Klabauter. Was ist jetzt mit der Wette? Na schön, ich gehe und hol euer Gold, ihr quiekende Landratte. Also hört mal her. Während ihr am Schlucken wart, habe ich Demi gefunden. Sie ist drüben, jenseits des Wassers und wird schwer bewacht. Ihr hattet also doch einen Plan. Außer, dass ich mich volllaufen lasse. Aber klar hatte ich einen. Was habe ich euch gesagt? Vertraut mir. Du bist so eine süße Katze. Oh, ich kann... Es schwankt so, als ob wir auf dem Schiff wären. Ups. Sprecht mit mir. Hi. Okay. Sirius. Wo müssen wir hin? So eine süße Krabbe. Eine süße Wasserkrabbe. Jarr, und ahoi, ihr Klabauter. Lasst uns mit Piraten gefälligst mal durch hier. Klar machen zum Entern, ihr Landratten. Was sagtet ihr gleich, wer ihr seid? Ich bin zwei Schluck Zwetschgenwasser und das ist Schnapsi Schnappmesser. Ja, ich lasse euch Kiel holen, bis das Wildschwein quiekt, weil das Kiel... Ich bin der Papagei. Ich lach später. Leute, Ratten an Bord. Schnapsi. Verdammt! Deine Piratensprache war nicht gut. Jemand? Hilfe! Besorgt mir ein Schwert und ich helfe euch, sie zu töten. Nein, wir schaffen das auch selber. Bitte! Nein! Hallo! Ups! Seid ihr nicht zu nüchtern für Piraten? Hört mal, wir sind von Orden der Gerüchte. Wir kommen, um euch hier rauszuholen. Wir sind hier, um mit euch durchzubrennen. Und mit dem Bier. Das Bier ist schon weg, also seid jetzt ihr dran. Der Göttin Lissa sei Dank. Ich dachte schon, der Orden hat mich vergessen. Habt ihr einen Plan, wie ich hier lebend rauskomme? In etwa. Fängt an mit Lauf um euer Leben und dann geht's mehr oder weniger bergab. Also los. Die Magierin Skarvei starb später an Alkoholvergiftung. Nee, natürlich nicht. Sie geisterte immer noch weiter durch Tyria, immer auf der Suche nach dem nächsten Abenteuer. The End!